Travis Barker ist am Dienstag offenbar in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Seine Tochter hat auf Instagram besorgte Zeilen gepostet. Große Sorge um Travis Barker, 46, der Blink-182-Schlagzeuger ist am Dienstagmorgen offenbar in ein Krankenhaus in West Hills, einem Stadtteil von Los Angeles, eingeliefert worden. Das berichten mehrere US-Medien übereinstimmend. Dem Promi-Portal TMZ liegen Fotos vor, auf denen der Sänger gerade von Sanitätern auf einer Trage transportiert wird. Seine Ehefrau Kourtney Kardashian, 43, wich nicht von seiner Seite und begleitete ihren Gatten im schwarzen Jogginganzug. Die Tochter von Travis Barker, Alabama Luella Barker, 16, meldete sich inzwischen auf Instagram in einer Story zu Wort. "Bitte schickt eure Gebete", schrieb sie offenbar besorgt und versah ihren Kommentar mit einem traurigen Emoji. Travis Barker, Gott rette mich. Weitere Details über den Gesundheitszustand von Barker sind nicht bekannt. Am Montag, 28. Juni, setzte der Musiker noch einen Tweet ab. "Gott rette mich", schrieb er.